Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute wieder Neues aus der Werkstatt, aber heute mal ein bisschen anders. Heute haben wir mal kein Moped, heute haben wir ein Auto. Ja, haben wir heute nämlich eine schöne Mercedes C-Klasse, ein T-Modell in Silber, wo die Scheinwerfer schon ein bisschen angelaufen sind. Da werden wir die Scheinwerfer wieder ein bisschen auffrischen. Da zeige ich euch, wie das geht. Ist relativ einfach in 3 Arbeitsschritten. Und ja, werden wir noch ein bisschen Motorhaube polieren und vorne ein paar Lackstellen versuchen, also Klarlackabplatzer versuchen wir da noch auszubessern. Jo, und dann mal gucken, wie das Ergebnis wird, ne? Ich wünsche euch viel Spaß und nehme euch mal mit. Auf geht's! Tja, und was brauchen wir heute? Ein bisschen 2000er Schleifpapier für die Scheinwerfer. Unsere gute Würth Schleifpolitur P10 und die P20 Hochglanzpolitur brauchen wir natürlich auch. Dazu natürlich nicht vergessen, unsere Poliermaschine. Die benötigen wir natürlich auch dafür. Die hole ich auch nachher gleich raus. Ich hoffe, der Akku ist voll. Aber wird schon. Bei Mike habe ich letztes Mal ja nicht ganz so viel poliert. Also dürfte noch genug Saft da sein. Ich würde sagen, dann fangen wir da mal ganz einfach mit an gleich. Wir legen los mit dem 2000er Nassschleifpapier. Damit schleifen wir erstmal die Scheinwerfer und die Lackstellen, die wir behandeln wollen. Und anschließend polieren wir das Ganze dann in 2 Schritten einfach auf und dann sollte das auch tüffig sein. Ja, also let's go. So, und hier haben wir unsere schöne C-Klasse. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Scheinwerfer sind sehr milchig. Hier in dem Bereich haben wir lauter Klarlackabplatzer. Noch so ein paar Kratzer drauf. Die andere Seite sieht auch nicht viel besser aus. Hier sind überall Abplatzer drauf und die Scheinwerfer sind ja stumpf matt, sogar schon leicht gelb. Und das rocken wir dann heute mal weg. So, nehmen wir uns ein bisschen Spüliwasser, 2000er Schleifpapier und dann legen wir mal los. Da brauchst du auch keine Angst haben, da der Scheinwerfer zerkratzt bei 2000er Papier, passiert da nicht allzu viel. Auch wenn du damit auf den Lack drauf kommst, brauchen wir auch keine Sorge haben, da passiert auch nichts. Schön die, sag mal, verwitterte Schicht ab. Sieht man auch schön, läuft schön in gelber Suppe darunter. Sieht man das schon schön nach dem Schleifen, dass er schon heller geworden ist. Der ist noch nicht geschliffen. So, dann holen wir uns mal die Poliermaschine raus und dann lesen wir los. Dann nehmen wir wieder unsere gute Schleifpolitur, werden jetzt den Scheinwerfer polieren und auch natürlich gleich die Haube, Kotflügel, Stoßstange. Das machen wir natürlich gleich alles mit. Erstmal bis zur Hälfte und dann machen wir die andere Seite. Attacke! Nochmal kurz einen Zwischenstand. Da die rechte Seite noch komplett unbehandelt, die linke Seite schon durchgeschliffen und mit Schleifpolitur schon einmal rüber.
Und genauso machen wir es gleich auch auf der anderen Seite. Beziehungsweise ich glaube, ich mache erstmal eine Seite komplett polieren, dass man den Unterschied besser sehen kann. So werden wir das machen. So, wie man so schön guckt ans Politur. P20 von Würth. Und jodeln das Ganze mal Olive. Uns auch noch mal ein bisschen genauer an jetzt. Also jetzt sieht man diesen Unterschied schon extrem. Guck mal, wie weiß der jetzt ist. Und im Gegensatz vorher, ich hoffe, das kommt rüber auf dem Video, wie verwittert und gelb der eigentlich schon war. So, knapp eine Stunde später und so 5 Liter Schweiß gefühlt. Sind wir fertig und wir gucken uns das Ergebnis an. Es ist wirklich ein enormer Unterschied. Guckt euch das an. Alles wieder Hochglanz, nichts mehr matt, nichts vergilbt. So muss das sein. Sieht wirklich geil aus. Kann ich also jedem empfehlen, das einfach selber zu machen, wenn eine Poliermaschine vorhanden ist. Ja, bevor man da jetzt neue Scheinwerfer kauft, das geht ja doch wieder richtig ins Geld. Und das war jetzt Stunde Arbeit, kleines bisschen Material, ruckzuck fertig. Ergebnis kann sich sehen lassen, also Daumen hoch nicht vergessen. Wenn ihr mehr Videos wollt, lasst das Abo da, ganz wichtig. Bis denn und drin geballert, tschüss.